Habe nicht genug Geld. Das heißt aber nicht, es ist zu teuer, ne? Wir gehen trotzdem mal wieder auf 20 runter. Wir müssen das Personal wieder ein bisschen mehr ausbilden. Und vor allem 270, 270, der hier auch. Wie viel kriegen denn die? Die kriegen auch 270 im Monat. Wie viel kriegt denn so ein Mechaniker? Der kriegt 500, alles klar. Coaster King, der kriegt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ja. Und die geben sich mit 300 zufrieden. Wobei, wenn ich mir das jetzt mal so angucke. 530, dann gehen wir hier hoch auf 300 und hier auch. So. Könnten eigentlich alle wirklich zum Maximalen ausbilden. Habe ich Bock drauf, das mal zu machen. Viele Gäste haben Durst. Ist das jetzt neu oder? Das ist neu. Also viele Gäste haben immer noch Durst. Wo sind denn viele Leute? Hier laufen viele vorbei. Dann machen wir hier Cosmic Chaos Milkshakes. Wobei ich nicht weiß, ob das durstlöschend ist, aber ist auf jeden Fall lecker. Na komm. Wann ist der 31. August? Jetzt. Gäste, was ist denn so? Aha. Die Szenerie ist toll. Dabei mache ich eigentlich gar nichts für die Szenerie, außer Musikanlagen aufbauen. Gut, hier. Das können Sie meinen, weil das ist richtig schön. Ist da Wasser? Das sah hier gerade voll danach aus, als wäre das Wasser, dabei war das bloß der Schatten von der anderen Bahn. Wo geht's denn da lang? Ach, das war das, wo es runtergeht, aber nicht mehr rauf, ne? Ja. Das hatten wir schon. So, Leute, wie sieht's denn aus? Immer noch Durst? Ach komm, Leute. Was ist denn los mit euch? Hau mal einfach mal ein bisschen Smoothies raus. So, in die Richtung geht das nicht. So.
Toilette. Wird auch langsam. Toilette. Mehrere Fahrgeschäfte sind kaputt. Degen. Das ist nicht gut. Attraktionen und Läden. Ich muss mal die Servicegebäude. Da müssen wir mal 50 Cent draus machen. Toilettenblock 20. Der kostet auch schon 50 Cent. Gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, hier hinten machen wir auch mal eine Toilette hin. Und vielleicht ein Erste-Hilfe-Ding. Und ein Geldautomat. Geldautomat, wichtig. Extrem wichtig. Tisch. Habe ich da bisher für den Geldautomaten irgendwas verlangt? Nee, der war kostenlos, ne? Ja, der war kostenlos. Der Toilettenblock, der scheint da gut aufgestellt zu sein. Was machen wir denn mit dir? Der kommt einfach nicht in die Puschen. Warum auch immer, der hat eigentlich 7 Spaß, aber Szeneriebewertung der Strecke sehr niedrig. Hat das was damit zu tun? Das könnte vielleicht tatsächlich was damit zu tun haben. Da geht's. Dann machen wir was anderes. Dann machen wir einfach nur eine Gebäudesammlung. Wir hauen da jetzt einfach ein paar Bäumchen hin. Am besten so eine fette Eiche. Aber die haben wir hier anscheinend gar nicht. Oder? Birke haben wir. Oh, und eine Akazie. Akazien sind gut. Akazien sind immer gut. So.
So. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der da wirklich dann so gut durchkommt. Wo ist denn der zweite Wagen? Ach, es gibt noch einen. Ach so. Ach, Degen hat schon Technik. Deswegen steht der. Oh, die Akazie ist nicht gut platziert. So. Also hier kommt auf jeden Fall nichts. Doch, die Akazie kommt dann in die Quere. Das heißt so. Nee, geht auch nicht. So, auch nicht, so, auch nicht, so, auch nicht, so, auch nicht. So. Wird eng, aber mein Gott. Rasiert man halt mal kurz die Arme ab. Szenariebewertung der Strecke ist immer noch sehr niedrig, egal. Was denn? Welche denn? Das sind Smoothies, ne? Ja. Alter, 1000 Profit im Monat. Wollt ihr mich verarschen? Der macht mehr Profit als der Degen. Ganz ehrlich, stellen wir das hier hin und dann haben wir es. Verkaufen das als Achterbahn und fertig. Wieso macht der Hotdog-Stand Verlust, wenn der geschlossen ist? Nur mal so doofe Frage. Okay, jetzt macht er keinen Verlust mehr. Und wieso ist der geschlossen? Und Pipshot Water, wieso ist das geschlossen? Hä? Warum sind die da gerade vorbeigelaufen? Na, egal. Wir müssen mal wieder unser Personal fortbilden. Jo. Gut. Da kommen noch ein paar rein. Reicht aber nicht. Das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht.
sieht's denn eigentlich beim anderen drüben aus? 1300 aktuell. Also da sind wir auch noch weit weg. Profit minus 1000. Ja, gut. Das kann man verkraften. Ja, Leute. Entscheidet euch. Kurze Wartezeit, dafür aber teuer. Oder lange Wartezeit, dafür aber günstig. Was ist mit Magnificent Thunder? Also das ist jetzt wirklich nicht lang, also bitte. Das ist nicht lang. Und wenn es zu lang ist, mein Gott. So. Na? Dann machen wir einfach ein bisschen. Wie heißt's? Teurer. So, teurer. So, wie sieht's hier drüben aus? Das sieht sehr leer aus. Warum? 1600 Profit im letzten Monat. Was macht eigentlich er hier? Der hat doch jetzt auch langsam. Ja, okay. Das sieht gut aus. Kaum mache ich Magnificent Thunder teurer, dann ist er schon kaputt oder was? Oh, hat ein Problem. Oh, und er hat gespeichert. Das ist nett. Das ist sehr nett. Wollte ich jetzt nämlich vergessen. Komm schon, Degen, deine Chance. Was? Ich habe nicht genug Geld für Degen. Oh. Leute, das ist doch bloß eine blöde Ausrede dafür, dass ihr nicht wollt. Jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Das eine wird repariert, das andere fällt aus. Na jetzt aber, jetzt müssten sie doch alle mal hierhin spazieren. Komm schon, komm schon. Ja? Ja, noch ein paar. Noch ein paar viele. So, die heben Geld ab und gehen weg. Und jetzt sagt mir nicht, dass ihr danach nicht genug Geld gehabt hättet, um da in diese Bahn reinzugehen. Das ist Bullshit. Die wollen nur nicht sagen, dass sie keinen Bock darauf haben.